mit einer überheblichen Antwort abgefertigt. Ich glaube, das ist wirklich nicht akzeptabel und ist wirklich nicht dem, was wir uns erwarten. Denn auf eine konkrete Anfrage hin würden wir uns ganz einfach auf 12 Fragen eine klare Antwort. Und wenn es Ermessensausgaben sind, ich selber als Bürgermeister muss auch im Budget sparen und das Erste, wo ich spare, sind meine Ermessensausgaben und gibt das auch den Bürgern ganz klar bekannt, um wie viel Prozent ich weniger ausgebe. Und es wäre für einen Herrn Minister ein leichtes gewesen, zu sagen, die Bauernzeitung, die Förderung für alle landwirtschaftlichen Vertretungen, die politischen Vertretungen werden um 10% gekürzt, anstelle einer 1.800.000. Man hätte das ganz, ganz klar bekannt geben dürfen. Nur sich dahinter verschweigen, mit einer überheblichen Antwort ausgehen und sagen, ja, wir werden es schon machen, zeigt, dass das Transparenzpaket ein wirklicher Augenauswischerei ist. Und genau das, wovor wir Angst haben, dass Gelder über die Kammern, über die Vorfeldorganisationen weiterhin in Parteien eingeschleust werden, auf der Tagesordnung bleiben und der Bürger wissen soll, dass das ganze Transparenzpaket eigentlich Augenauswischerei ist. Ich bitte Sie, Herr Minister, beantworten Sie die Fragen ganz klar und dann werden wir auch wirklich in Zukunft Vertrauen haben in Ihre Zahlen. Der eingebrachte Antrag des Abgeordneten der Kolleginnen und Kollegen der Nationalrat möge die Anfrage beantworten, nicht zur Kenntnis nehmen, steht mit in Verhandlung. Am Wort ist der Abgeordnete Diplom-Ingenieur Dr. Wolfgang Birkelhuber. Bitte, Herr Kollege. Danke, Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Bundesminister. Ihre Strategie ist durchsichtig, Kollege Auer, Herr Minister. Angriff ist die beste Verteidigung, ist offensichtlich die Devise. Okay, aber kommen wir mal zu den Fakten. Die Fakten sind doch jene, dass es Rechte dieses Parlaments gibt und Rechte der Abgeordneten, nämlich das Interpellationsrecht, nämlich das Recht auf konkrete Fragen, auch eine ernstzunehmende Antwort zu erhalten. Und dieser Bundesminister, meine Damen und Herren, hat schon bei anderen Anfragen, Beantwortungen gezeigt, dass er nicht willens ist, diese demokratische Pflicht, die er hat als Minister, ernst zu nehmen. Er sagt, es ist Unterstellung. Bitte, die beste Unterstellung ist eine dreizeilige Antwort auf 12 Fragen. Wenn Sie, Herr Minister, ernsthaft glauben, dass das eine ernstzunehmende Antwort ist, dann sind Sie ganz einfach fehl am Platz. Ich kann es nicht anders bezeichnen. Dann sind Sie fehl am Platz. Und nun zu der durchaus interessanten Frage, wie sieht es denn aus, Kollege Auer, mit der Förderung von parteinahen bäuerlichen Organisationen? Punkt 1, es gibt eine bäuerliche unabhängige Organisation, der Unabhängige Bauernverband in Österreich, bis heute noch nie einen Cent Förderung bekommen aus dem Ministerium. Auch interessant, ich möchte das einmal festhalten. Punkt 2, die grünen Bäuerinnen und Bauern haben im Jahr 2011 4.250 Euro an Fördermittel bekommen, die haben wir korrekt abgerechnet. Wir machen Öffentlichkeitsarbeit über die Zukunft der Agrarpolitik und versuchen Licht in jenes Dunkel zu bringen, das Sie erzeugen. Das ist nämlich die Herausforderung, vor der wir stehen. Und jetzt sehen wir den Fakten hier einmal klar in die Augen. Inklusive SPÖ-Bauern bekommt die gesamte österreichische Agraropposition knapp über 4% dieses Topfes. 4%. Der Bauernbund weit über 90%. Und Sie reden von Gerechtigkeit und Sie reden von Korrektheit. Ist das korrekt? Meine Damen und Herren, ist das korrekt? Und das ist die Frage. Kollege Auer, und wenn Sie von Moral reden und in Richtung FPÖ zeigen, dann frage ich Sie auch persönlich, ist das korrekt, Herr Kollege Auer, Sie sind Vorsitzender im Landwirtschaftsausschuss, ist das korrekt, dass mehr als 90% der Mittel Bauernbundorganisationen bekommen, ja oder nein aus Ihrer Sicht? Ja oder nein? Das ist die Antwort, die Sie geben sollten. Und das ist die Herausforderung, vor der wir stehen. So, das zu diesem Punkt. Und jetzt kommen wir aber auch zu dem leider heiklen Punkt, dass der Bauernbund nicht nur Förderungen bekommt aus dem Landwirtschaftsressort,
sondern auch aus verschiedenen anderen Sektoren. Und ich nehme ein Beispiel. Hier, die Österreichische Bauernzeitung. Organ des Bauernbundes, keine Frage, wird keiner bestreiten. Diese Bauernzeitung inklusive der Raiffeisenzeitung, inklusive Neues Land in der Steiermark, bekommen zusammen im Jahr mehr als 250.000 Euro. Presseförderung, 250.000 Euro. Presseförderung, in 4 Jahren 1 Million Euro. Zusätzlich Presseförderung, unabhängig davon, ob der Minister inseriert oder nicht in dieser Zeitung. Der Kollege Janach hat ja zu Recht aufgezeigt, dass auch für Marktmaßnahmen und Information der Bauernbund zusätzlich zur Presseförderung Mittel aus dem Bauernbund, aus der Presseförderung bekommt. So, das ist die Faktum Nummer 2. Und jetzt kommen wir zum Faktum 3. Was verbreitet denn dieses Medium und diese Medien? Hier haben Sie zum Beispiel eine kleine Karte oben picken, lesen Sie noch. Aha, testet das Beste, Pestizidwerbung. Wenn Sie auf die erste Seite, Zeitung vom 3. Mai 2012, erste Seite, übrigens ein Klassiker der Bauernzeitung, jede Zeitung fast, erste Seite, irgendeine Pestizidwerbung. Hier in dem Fall Unkrautbekämpfung im Mais, ein Pestizid von Bayer Crop Science. So, und jetzt kommen wir zur zweiten Frage. Wer finanziert den Bauernbund noch? Und hier bin ich beim Kollegen Gassner, der zu Recht dieses schwierige Thema der Neonicotinoide und der Verhandlungen, in der wir derzeit stehen, angesprochen hat. Wie schaut's aus? Wenn Sie anschauen, wie viel Geld der Bauernbund von der chemischen Industrie bekommt, sind es mehr als 400.000 Euro, behaupte ich hier ernsthaft. Und tritt den Gegenbeweis an, Jakob Auer, tritt den Gegenbeweis an, dass es weniger als 400.000 Euro sind jährlich. Aber dann sag, wie viele es sind, die die chemische Industrie über Inserate den Bauernbund finanziert. Und bei der letzten Bienenstudie, die die Basis für unseren Antrag ist, unseren gemeinsamen, den wir hier beschließen wollen, hat die chemische Industrie mehr als 100.000 Euro zu einem Forschungsprojekt hinzugezahlt. Und jetzt zeige ich Ihnen, was die Institutionen in Österreich machen. Zwei Werbeinserate, also zwei Informationsbotschaften an die Bauern über die korrekte Verwendung von Insektiziden, nämlich von Maisbeizmitteln. Das eine hat im Impressum, hier ist es, Bayer Crop Science GmbH, Syngenta Agro GmbH. Die zweite Information, bitte, hat das Impressum die AGES, Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit und das Bundesamt für Ernährungssicherheit. Das lässt ein Minister zu, ein Landwirtschaftsminister, dass 1:1 die Werbeinformationen der chemischen Industrie in öffentliche Informationen des Ministeriums übergeführt werden. Das ist ein Skandal, meine Damen und Herren. Und dieser Minister sollte endlich etwas tun. Und hier jetzt herzugehen und zu blockieren, und diesen Antrag zum Verbot der Neonicotinoide zu verhindern, wobei es Deutschland verboten hat, Italien es verboten hat, Slowenien es verboten hat, das zeigt, wessen Herren Sie sind und welches Diener Sie sind, Kollege Jakob Auer. Und diesen Vorwurf müssen wir in den Raum stellen. Wer zahlt den Bauernbund? Offensichtlich auch die chemische Industrie. Dankeschön. 3 Zeilen Antwort auf 12 Fragen, das sei zu wenig, kritisiert Wolfgang Pickelhuber von den Grünen die Anfragebeantwortung des Landwirtschaftsministers. Der Bauernbund bekomme außerdem Geld vom Ministerium und der chemischen Industrie und das sei zu hinterfragen. Den Reigen der Agrarsprecher, den schließt Gerhard Huber vom BZÖ als letzter Redner in dieser Kurzdebatte.